Moin moin Leute, ich bin Lenikovus Brain oder Infodianik und begrüße gerade dich zu einem geschichtlichen Ereignis. Wir schauen uns heute eine Videoreihe an, die ich gefunden habe durch Mostly Critical und auch durch Ludwig. Und das ist eine Videoreihe, die YouTube, glaube ich, in ihren Grundstein verändern wird. Es wirkt am Anfang wie eine komplett weirde Garry's Mod Serie, aber Freunde, da ist sehr viel mehr hinter. Und es gibt mittlerweile 50 Episoden, die werden wir uns heute alle reinfahren. Und ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet, denn ich bin fasziniert. Es trifft genauso alles in meinem Kopf, was irgendwie was triggert. Freunde, wir schauen uns heute alle Episoden von Skibbity Toilet an. Fangen wir an mit Episode Nummer 1. Ich bin gespannt. So, und wenn ihr euch jetzt fragt, was in Gottes Namen war das? Ich bin vollkommen auf eurer Seite, das dachte ich mir auch. Was das, glaube ich, sehr ausmacht und ich glaube, warum das auch so unfassbar viele Views attracted hat, ist, dass dieser Song im Hintergrund einfach catchy ist und es ist halt ein Gesicht aus einer Toilette, sind wir ehrlich. Das ist, es ist schon interessant. Aber über die ganzen weiteren Episoden, ich habe schon so ein bisschen reingeguckt, wird so eine Lore erzählt, die erschreckend gar nicht mal so schlecht ist. Dementsprechend, es fängt an und das war die erste Episode, wo wir das erste Mal eine Skibbity Toilet gesehen haben. Also die erste Skibbity Toilet, die irgendwie auf diese Erde gekommen ist. Hier sieht man komischerweise direkt am Anfang ganz hinten einen Genie, der eine T-Pose macht von Aladdin. Ich weiß nicht warum. Und, zwei Skibbity Toilets. Nice. Also, schicke Friese auch, schicke Friese. Wir wissen jetzt mittlerweile, dass sie nicht nur aus normalen Standtoiletten kommen, sondern auch in solchen Urinals auftauchen können und sich anscheinend irgendwie schon vermehrt haben, weil man sieht jetzt ja hier drei Stück schon. Und nochmal irgendwie eine komplett neue Version, die auch einfach eine Perücke hat. Und jetzt beginnt es langsam, in Episode 3 von 50, beginnt es jetzt langsam schon interesting zu werden, denn wir sind jetzt nicht mehr irgendwie in einem Hauskomplex, das vielleicht irgendwie das Haus befallen wurde von den Skibbity Toilets, sondern wir sind draußen in der Welt und ihr seht, das ist so ein bisschen so, als ob gerade irgendwie so ein Reporter nach draußen gekommen ist mit der Kamera und sich das anguckt und das sieht problematisch aus. Also die kleinen Skibbity Toilets waren ja noch okay, obwohl die mittlerweile auch schon so groß sind. Da sieht man ja vorne einen so einen Menschen rumlaufen. Der ist noch nicht mal so groß wie die ganze Toilette. Wir haben jetzt ein Skibbity Toilet General? Da oben flog auch gerade noch ein Heli lang. Ich weiß nicht, ob der auch irgendwie BBC News fliegt gerade vorbei. Also, wir haben gesehen, die Skibbity Toilets sind hier, um zu bleiben. Sie waren erst in so einem Hotelkomplex, jetzt sind sie irgendwie sogar draußen auf der Straße unterwegs. Und hier ist ein kleines Detail, was ich sehr, sehr wild fand. Alle Leute in diesem Restaurant sitzen auf Toiletten. Vielleicht interpretiere ich da sehr viel rein, aber warum sollte man nicht auf einem Stuhl sitzen? Warum sitzen die plötzlich auf Toiletten, nachdem Skibbity Toilets aufgetaucht sind? Ich sehe da einen Zusammenhang. Ich sehe da einen Zusammenhang. Und ich muss. Oh Gott. Okay, es gibt auf jeden Fall so kleine, wie so drohnenartige Skibbity Toilets, die irgendwie schnell irgendwo hinkommen, die ganz, ganz klein sind. Und es gibt die großen Skibbity Toilets. Alter, da unten ist ja auch gerade einer, der so ein böse anguckt. Hilfe, Gottes Namen. Ja, und ich möchte noch einmal kurz erwähnen, ich finde es wild, was diese Videoreihe mit einem macht. Weil der Song ist irgendwie catchy, finde ich. Das Video an sich ist auch irgendwie funny, weil das ist so typisch Garry's Mod damals. Gab es ja auch so einen Content. Und ich weiß nicht genau, was es ist, aber man will irgendwie immer weiter gucken. Guten Morgen. Okay. Oh, oh.
Jetzt geht anscheinend das Militär gegen die vor. Star Wars? Okay. Also, wir haben... Das Militär geht jetzt gegen die Skibidi Toilets vor, weil natürlich ist irgendwie eine große Macht, die man nicht irgendwie contenten kann. Dementsprechend sollte man dagegen was tun, klar, sicherlich. Wir sind in Amerika, das Militär geht direkt davor. Und jetzt kommt Star Wars Musik. Und das sieht aus wie, die können jetzt auch fliegen, einfach. Die Skibidi Toilets kommen aus dem Hyperspeed? Ich muss gerade nur kurz Revue passieren lassen, dass ich mir gerade eine Videoreihe angucke von Toiletten, wo Köpfe rausgucken, mit Star Wars Musik unterlegt. Phänomenal, phänomenal. Und aus den Mündern von denen kommen sogar noch kleinere Skibidi. Ich bin komplett, ich bin... Also ihr seht, glaube ich, was das Problem ist mit den Skibidi Toilets. Hier kommen wir jetzt zu Episode 6, das ist tatsächlich die einzige, die so ist. Und zwar haben wir hier jetzt einen neuen Song. Ich weiß auch nicht, im Video später, es könnte sein, dass an manchen Stellen der Song im Hintergrund nicht ist, aufgrund von Copyright, dies, das, jenes. Dieser Song kam raus, das ist dieser Wednesday-Song von der Serie von Addams Family. Und das ist eine Folge, das ist wie so eine Filler-Episode, die fügt sich irgendwie so in der Serie ein. Es gibt nie einen anderen Song, es gibt eigentlich den typischen Skibidi Toilet-Song. Aber hier... sind wir jetzt auf einer Party und es läuft halt der Song von denen im Hintergrund. Und das ist ein DJ. Ich finde, wenn man sich so diese übertriebenen Gesichtsausdrücke anguckt, ist es so ein bisschen so, als ob man sich YouTube-Thumbnails anguckt. So, es ist ja dieses typische Ding immer noch, dass Leute auf so Thumbnails immer so was weiß ich, für Gesichtsausdrücke machen. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Okay, wir haben eine weitere Skibidi Toilet. Aber wer steht da? What? Okay. Wir haben eine Art Agenten oder so, der einfach eine Skibidi Toilet gerade runtergespült hat. Das haben allerdings schnell die anderen Skibidi Toilets gehört. Und ich nehme fast an, also das ist glaube ich G-Man von Half-Life. Ich nehme fast an, dass er so der Obermacker ist, weil der ist auch der, der als der Größte direkt introduced wurde in der dritten oder vierten Folge. Das ist glaube ich so der General von denen. Okay, ich glaube, wir haben den Gegenpart zu den. Ich denke, das sollen die Guten sein, auch wenn die gruselig im Stechschritt zusammenlaufen. Also gegen die Skibidi Toilets haben wir die Kameramänner. Da hinten sieht man sogar einen, der auch so ein verzerrtes Gesicht hatte. Tatsächlich, da kommen die ganzen Skibidi Toilets. Und auch ein größerer. Oh oh, oh oh. Konnten wir nichts gegen machen. Alright. Der Hitman, den wir gerade die ganze Zeit gesehen haben. Aber wir haben ja auch den Anzug gesehen. Das heißt, die Person, die wir dauerhaft durch diese Kamera sehen und die erste runtergespült hat, muss ja auch einer von diesen Kameramännern sein. Weil er hat ja auch den gleichen Anzug angehabt und so. Hier versuchen sie gerade irgendwie so eine Traurede zu machen. Für den ersten, der runtergespült worden ist. Der flieht sogar, weil er Angst kriegt. Ist das einfach eine Revolution gegen die Toilets? Von den Kameras? Die Polizei ist selbst eine Skibidi Toilet. Die Schweine. Gottes Name. Und natürlich auch eine Religion. Alle in Reihe, wenn da vorne jetzt gleich einer rauskommt, irgendwie der aussieht wie Jesus mit so einem Rosenkranz oder so, ich flipp aus. Links sieht man auch wieder, die zollen Tribut für den Ersten, der gefallen ist. Wen haben wir da? Wir haben da wirklich einen Pfarrer. Ich geh kaputt. Aber es wird gestürmt. Es wird gestürmt von den Kameramännern.
Der hat den Kameramann gegessen. Aber sie konnten ihn spülen. Das ist ein harter Takedown. Daumen hoch, Freunde. Das könnt ihr jetzt auch machen bei dem YouTube-Video. Ist direkt hier unter dem Video. Ey, ha. Einmal klicken, der Wahnsinn. Okay. Oh, wir haben jetzt nicht nur hier diese Security-Kamera, sondern so eine richtig krasse Kamera. Das sieht aus wie so eine Filmkamera. Und was ist das da oben, was da fliegt? Oh Gott. Die kommen auf jeden Fall mit den großen Geschossen. Wie sollen sie die nieder... Ein Teufel? Okay, also das wirkt so ein bisschen so, als ob da wieder jetzt eher die Skibbity Toilets am längeren Hebel sind. Da oben ist auch wieder einer, der fliegen kann. Aber die werden auch größer. Aber das Spülen... Oh, das Spülen scheint tatsächlich immer noch der Way to go zu sein, um die zu besiegen. Der ist riesig. Oh Gott, und der General. Das heißt aber nicht nur, die Skibbity Toilets können größer werden, sondern auch die Kameramänner. Wie auch immer sie größer werden. Aber die können sich auch power... Er hat einfach Homelander-mäßige Laseraugen. Chillig. Okay. Okay. Gut, wer ist... Warum hat er das da unten so dran? Lass uns nicht drüber reden. Eine Videokamera. Mit einem Maschinengewehr. Die droppen sich davon. Das ist wie so eine Polaroid-Kamera und die springen dann da raus. Oh mein Gott, können die den Takedown? Einer ist gefallen. Boah, diese Laseraugen sind so OP. Oh mein Gott, aber die konnten den Großen runterkriegen. Und es kommt einfach einer runtergeflogen wie ein Komet. Ich habe ein bisschen Angst, dass sich die Kameramänner jetzt ein bisschen zu sicher fühlen in dem, was sie tun, weil die laufen gerade einfach auf die größten Leute von denen zu. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Was ist das jetzt? Also alle fliehen auf jeden Fall davor, angetrieben von Raketen. Der hat sogar seine eigenen Leute umgebracht. Ist das eine neue Art Toilette? Alter, kann man da unten reinpinkeln und oben die Hände waschen? Wie... Disgusting ist das. Oder ist das irgendwie so ein... Ist oben auch so ein Spieler? Nice. Ja, Mann. Hit moves, Bro. Okay. Bababui! Der hat die einfach in die Falle gelockt. Das waren alles Bomben in den Autos. Ja, das war's mit ihm. Aber ey, die konnten richtig viele gerade runterringen. Die nutzen die... Moment. Dass aber auch immer wieder Tribut gezollt wird für den allerersten, der runtergespült wurde, finde ich krass. Okay. Die haben jetzt eine Toilette genutzt, mit Kamera, als Drohne, um die Zentrale von denen zu infiltrieren. Oh oh. Das haben die aber sehr schnell gesehen. Okay, die können auch angerannt kommen. Alright. Alright. Es ist aber auch sehr schlau. Warum schickt man eine Drohne, wenn man eh schon gefühlt selber reingeht? Bro, der stand vor der Tür und hat dann jemanden vorgeschickt. Bleib doch zu Hause irgendwie, keine Ahnung. Okay. Der sagt, psch, die haben irgendeinen Plan. Alter. Und das ist 100%, also das hier, das Gesicht müssen wir uns merken, Freunde. Das ist der General von denen. Was drückt der jetzt? Die schießen mit dem Laser auf den. Oh! Aber
aber er schießt zurück. Oh mein Gott, die konnten kaum jemanden rausnocken dadurch. Gut, der Plan ging auf jeden Fall komplett schief. Die Skibbity Toilets haben definitiv wieder komplett die Führung. Oh Gott, das sieht ja hier aus wie Anarchie. Das ist sogar der Ort, wo der damals ja die zwei anderen runtergeflasht hat und wo das Bild von denen war. Okay. Der große kämpft gegen die Kleinen. Rambo? Wen haben die da jetzt? Die Überkamera. Alter, der hat sogar so wie Tony Stark-mäßig einfach so ein blaues Herz da vorne, so eine Linse. Crazy. Die sitzt einfach mit Popcorn. Okay, die machen sich auf jeden Fall... Einfach so ein bisschen... Das ist ein 4D-Kino. Gegen den Teufel. Der Slow Clap. Aber ich habe wirklich die Befürchtung, es wirkt so, immer wenn die Kameras so ein bisschen den Sprung voraus haben, dauert es nicht lange, bis sie wieder komplett gestompt werden. Aber das ist auf jeden Fall der neuen Geheimwaffe, dieser Riese hier, der einfach alle komplett zerrupfen kann. Aber ich glaube, jetzt gleich wird nochmal der General auftauchen. Wer hätte das gedacht? Dramaturgie. Er hat ein Schild. Der ist einfach kamikaze-mäßig in den reingeflogen. Aber er kann sich noch verziehen. Okay, was haben die hier? Sieht aus wie ein Verhörraum oder so. Oh ja. Wo ist der General? Ich glaub, der wird... Oh oh. Ah ja. Aber ey, die wollten doch nur was zum General wissen. Jetzt haben sie den direkt da. Ist halt nicht ganz so gut. Und ich glaube, das wollten die nicht unbedingt. Okay, der Kampf geht weiter. Boah, der General ist halt so OP. Guckt euch den mal an. Der fliegt einfach mal so durch. Wie sind die da hochgekommen? Die flaschen den jetzt. Der kann nicht geflasht werden. Der kann... Wie tötet man den dann? Und wer seid ihr? Jungen Hydra! Okay. Also, die haben versucht, den General zu besiegen. Die sind so, noch nie so nah gewesen. Aber trotz dessen hat es nicht funktioniert. Okay, und die fixen jetzt wieder ihren Giganten hier. Oh Gott, die infiltrieren die Basis. Aber ja, die sehen den Riesen und ziehen einfach direkt wieder durch. Okay. Einfach mit dem Finger. IT-mäßig. Alter, dass dieses Skibbity Toilets jetzt auch einfach diese Menschen hier essen. Zack, zack. Der Hitman zieht durch. Wir haben wen Neues. Die Lautsprecherboxen. Das ist auf jeden Fall ein Copyright-Song. Okay, also wir haben jetzt Lautsprecherboxen und die fahren einfach auf den Skibbity Toilet. Easy. Die haben Kopfhörer auf. Das ist Lärmschutz, damit jetzt die Lautsprecherbox volle Kanüle...
tanzt da einfach ein ab, ja moin. Okay. Okay. Der haut die einfach alle um. Easy. Holy. Okay. Tschüss. Junge. Und selbst da kann er ihn retten. Ist das ein Bandit? Ho. Oh mein Gott, der ist einfach komplett renovated. Die haben auf jeden Fall jetzt mal eine Waffe. Ja, Daumen hoch. Alter. Okay, wir sind jetzt schon bei Folge 27. Freunde, wir sind jetzt bei der Hälfte angekommen. 25 ist eigentlich die Hälfte. Ich habe es ein bisschen jetzt überstrapaziert. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal, halten wir kurz inne. Wenn ihr mehr sehen wollt von Skibbidi Toilet, die zweite Hälfte quasi mit den weiteren Episoden, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und seid ihr auch so fasziniert von der Geschichte, die hier erzählt wird, von diesem Krieg der Kameras und der Toiletten? Ich bin komplett abgeholt. Ich bin ehrlich. Ich bin wirklich komplett abgeholt. Freunde, das war meine Reaktion zu Skibbidi Toilet Part 1 bis 26. Wir sehen uns hoffentlich in einem nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Brain. Tüdelü mit Ü.